Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr meine hässliche Fratze nicht, weil es soll sich natürlich hier um den Custom Content drehen. Denn es geht darum, dass ich euch meinen Lieblings-Custom Content zeige. Und ja, ich denke, wir reden nicht lange drum rum und begeben uns, denke ich, auch direkt ran. Ich werde euch das Ganze natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Sehr sortiert und alles nacheinander, sodass ihr auch das Ganze so wiederfindet. Und ja, ich sage zu Anfang an, dass ich zwei Links selber gepostet habe, weil ich habe irgendwie den CC an sich nicht wiedergefunden. Nicht mehr auf irgendeiner Seite oder so. Dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich gesagt habe, okay, dass ich dann einfach das selbst hochlade. Solltet ihr aber die offiziellen Links wiederfinden, schickt sie mir doch und ich werde die Links austauschen, weil ich möchte mir natürlich keinen Vorteil erhaschen. Ich möchte einfach nur, dass ihr auch den CC benutzen könnt, den ich auch benutze. Sollte ich auch selber den Originallink finden, werde ich den natürlich auch austauschen. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den Haaren. Ich habe mir von jedem irgendwie so 5 Teile ausgesucht. Ja, also es sind quasi 5 Outfits und ja. Also, das ist die erste Frisur, die ist, glaube ich, von Lea Lilith. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, aber ihr werdet sie sehr wahrscheinlich kennen. Ich bin sehr ein Nutzer, der sehr gerne halt Alpha Hair benutzt und ich finde ihre Haare einfach immer sehr schön. Die sind sehr bunt, das gefällt mir immer sehr gut. Und ja, ich mag die Haare einfach sehr gern. Ich finde sie sehr schön. Ich glaube, mein Sim Self hat, glaube ich, sogar genau die Haare. Ich bin mir aber gerade unsicher. Zumindest hatte mein Sim diese Mal. Und ja, ich liebe diese Haare auf jeden Fall sehr. Weiter geht's mit diesen Haaren von Nightcrawler. Ich finde die sehr süß, weil die haben halt so bei Mills und so. Und ich stehe da total drauf. Und ich finde das einfach mega cute. Das gefällt mir einfach richtig gut. Es ist halt meine kürzere Frisur und so. Ja, finde ich toll. Dann geht es weiter mit dieser Frisur von AntoSims. Ich liebe diese Frisur genauso wie die anderen beiden bisher. Ich nutze sie sehr gerne und relativ häufig. Ich finde es einfach schön. Es ist irgendwie, es hat ein bisschen was von einem Mama-Look irgendwie. Das ist so ein Dutt, den man halt so als Mama irgendwie oft trägt. Kann man natürlich auch so tragen. Aber ich finde es sehr, sehr schön. Und ja, auch hier sehr schöne Farben. Gefällt mir sehr gut. Dann eine Frisur, wo ich den Erstellernamen nicht aussprechen kann. Aber es steht ja hier schon. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ist relativ neu noch. Mir gefällt es sehr gut. Ich finde es sehr süß. Ich mag so geflochtene Zöpfe sehr gerne. Und ja, hier gibt es halt auch viele bunte Farben. Das gefällt mir sehr gut. Und halt auch so natürlichere. Und ja, mir gefällt es einfach sehr gut. Es ist sehr, sehr schön. Zu guter Letzt habe ich noch diese Haare von S-Club. Die benutze ich auch sehr, sehr häufig. Ich finde die einfach sehr schön. Das ist halt auch eine Sache, die ich gerne öfter tragen würde in der Form. Ich meine, ich würde nicht so einen fetten Bömmel hinkriegen, aber ich finde, dass es einfach sehr, 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 sehr schön aussieht und ja, ich brauche es auf jeden Fall weiterhin in meinem Leben. Und hier sind auch noch ein paar Farben. Es sind weniger als bei den anderen, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön. Machen wir weiter mit den Skin Details und eines meiner absoluten Lieblings-Skins ist der Soft Peach Skin Blend. Ich finde den einfach absolut schön. Der verändert auch die. Zum einen kann man hier so Freckles und so machen. Zum anderen verändert der halt auch die Brüste quasi. Also man kann die halt dann sich krasser machen oder halt nicht so. Und das finde ich einfach sehr cool. Ich mag den sehr, 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 sehr gerne. Und werde ihn wahrscheinlich auch für immer in meinem Spiel lassen. Dann liebe ich alle Sachen von Heihu. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich liebe alles. Es gibt das auch als Pack, wo halt alle bei denen in einem Feld sind. Ich habe die halt separat gedownloadet. Wundert euch nicht, ich werde euch das verlinken, wo alles gemerged ist. Aber wenn ihr dort auf die Seite von der Person geht, dann werdet ihr auch sehen. Ups. Dann werdet ihr auch sehen, dass das halt. Dass es,
die auch einzeln gibt. Und natürlich darf nicht fehlen die Kijiko Eyelashes. Ohne Moment, doch. Hier. Die Kijiko Eyelashes. Ich liebe sie einfach verdammt sehr. Und locker hat sie eh schon jeder in seinem Spiel. Aber. Warum passiert mir das immer? Aber. Diese Eyelashes, die verbessern mein Leben einfach komplett. Ich brauche sie auch einfach in meinem Leben. So. Ich liebe die so fucking sehr. Dann gehen wir weiter zu den Accessoires. Und da geht es mir um die Piercings von Praline Sims. Das ist auch ein gemerchtes Pack. Also man kriegt die, glaube ich, nicht einzeln. Aber die sind sehr, sehr cool. Und ja, die sind halt sehr realistisch. Und die passen halt teilweise nicht bei jeder Nase und so. Aber ich finde sie einfach sehr, 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 sehr schön. Und ja, auch ohne die könnte ich nicht mehr existieren. Das ist ein bisschen extrem gesagt. Aber ich finde sie einfach sehr schön und ich brauche sie in meinem Spiel einfach. Dann wollte ich euch auf jeden Fall noch diese Brille zeigen. Die ist auch von Praline Sims und ich finde sie einfach sehr schön. Mir gefällt sie sehr gut. Ich habe ja auch eine ähnliche, deswegen trägt mein Sim Self das, glaube ich, auch. Ich finde sie cool und ja, die ist für mich auch ein Must-Have in meinem Spiel. Ich meine, alle Brillen schweben ja so ein bisschen, auch die von EA. Dementsprechend finde ich das nicht so schlimm. Von vorne fällt das auch nicht so auf. Ich finde sie sehr schön und ja, mir gefällt es einfach sehr. Dann dieser Joker von S-Club finde ich auch sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich liebe Joker ja sowieso, aber der ist einfach so einer meiner Lieblings-Joker, die ich einfach richtig gerne benutze. Vor allem mit dem Glöckchen und der Schleife. Es passt einfach sehr gut und zu vielen. Und ja. Dieser Joker von Praline Sims, das ist auch einer meiner Liebsten. Ist halt ein sehr neutraler. Den kann man eigentlich zu fast allem anziehen. Ich habe auch so einen ähnlichen. Und ich finde ihn einfach sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Da muss man halt immer gucken, dass es halt mit dem Hals passt und so. Mit der Halsgröße. Aber den gibt es ja, glaube ich, nochmal in einer anderen Größe. Nee, das ist einfach mit dem Glöckchen drin. Aber es sind beide sehr schön. Dann wollte ich euch noch die Ohrringe von Praline Sims, diese Kitty-Ohrringe, zeigen. Die sind auch sehr niedlich. Mir gefallen sie sehr gut. Die kann man auch oft tragen. Vor allem für jüngere Sims kann man die noch gut benutzen. Aber natürlich auch ältere. Aber ich finde sie einfach sehr niedlich. Und wenn man halt einen niedlicheren Style darstellen möchte, kann man das sehr schön machen. Ich habe die Brille jetzt einmal abgesetzt, damit ich euch das Make-up zeigen kann. Denn darum geht es jetzt ja als nächstes. Und zum einen habe ich dann dieses Augen-Make-up hier. Also diesen Augen. Eyeshadow nennt man das, glaube ich, ne? Diesen Eyeshadow, Lidschatten. Ich finde den sehr, sehr schön. Das ist halt, ich verlinke euch die komplette Collection. Kann man aber, glaube ich, auch einzeln runterladen. Ich finde es sehr, sehr schön und mir gefällt es sehr gut. Ja, ich mag es sehr gerne. Dann dieser Eyeliner. Ich weiß nicht, wie der IMF, was das für ein Creator ist gerade, aus dem Kopf heraus. Aber ich liebe den, weil ich finde das einfach sehr süß mit den Punkten an der Seite und mit den, wie die Lashes noch ein bisschen anders sind und so. Und mir gefällt es einfach sehr. Und ja, ich nutze den auch sehr, sehr gerne. Dann dieser Blush, den finde ich auch sehr toll. Der ist zwar jetzt in dem Fall sehr extrem und so, aber ich mag es gern, weil es halt auch einfach über die Nase geht und das macht es halt einfach ein bisschen. Es gibt so einen gesunden Teint und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Dann dieser wunderschöne Lippenstift, den finde ich einfach nur atemberaubend schön. Brauche ich auch in meinem Leben, benutze ich sehr, sehr häufig. Es gibt viele Lippenstifte, die nutze ich eigentlich fast gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall einer, der wird sehr häufig genutzt. Dann der Eyeliner von Mercy. Ich weiß es nicht genau. Den gibt es in verschiedenen Farbtönen. Aber ich nutze ihn meistens halt in Schwarz. Und den finde ich auch einfach sehr, sehr schön. Es nicht so stark, aber mir gefällt es einfach gut. Ich finde ihn einfach sehr schön und
nutze ihn auch relativ häufig. Ich mag diesen Highlighter hier gern. Das ist auch aus der Holiday Collection, was ich euch da schon vorher angesprochen habe. Und ich finde den einfach so schön. Er passt immer und der pixelt auch irgendwie nicht so krass wie manche von Praline Sims. Das ist jetzt kein Hate oder so. Ich mag Praline Sims sehr, sehr gerne. Aber bei einigen Skins pixelt das ein bisschen und das weniger. Dann liebe ich diesen Lippenstift von Grim Cookies. Ich finde den so schön. Ich nutze den eigentlich bei fast jedem Sim. Und ja, mir gefällt es einfach richtig gut, wie der so gemacht ist. Es sieht nicht zu realistisch aus, es passt gut ins Spiel. Und es gefällt mir einfach richtig gut. Das hat die Person gut hinbekommen. Und ja, das ist quasi der Lippenstift, den ich am häufigsten benutze. Dann dieser Lippenstift hier, der ist ein bisschen matt, sieht ein bisschen realistischer aus. Gefällt mir aber auch sehr gut. Ist nicht zu krass, aber deswegen kann ich ihn auch gut in meinem Spiel benutzen. Und ich mag ihn auch sehr gerne. Dann noch dieser Lippenstift, auch aus der Holiday Collection. Finde ich auch sehr schön. Mag ich sehr gerne. Und ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt drüber zu den Oberteilen. Dieses Oberteil ist, glaube ich, von Ellie Simple. Ja. Vieles von ihr, finde ich, ist zu Alpha. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der die Alpha-mäßigsten Sachen der Welt hier in meinem Spiel hat. Mag an Kleidung eher so, keine Ahnung, den Maxis Match Style, weil, keine Ahnung, wenn es zu echt aussieht, finde ich, sieht es einfach nicht so schön aus. Aber das Oberteil finde ich toll und ich finde es einfach sehr schön und mir gefällt es einfach richtig gut und ja, ich mag es sehr, 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 sehr gern. Das Oberteil ist auch richtig cool. Das ist, glaube ich, eines von denen, die ich nochmal extra hochgeladen habe, weil ich das Original nicht mehr finde. Wenn ihr das hier also nochmal als Original findet, dann verlinkt es mir bitte. Ich finde es sehr toll, ich finde es sehr schön. Es ist, es hat coole Muster und so. Und es ist halt Maxis Match und keine Ahnung, ich finde einfach, dass es sehr lebensfroh aussieht. Und ich finde es einfach sehr, sehr niedlich. Und ja, das Oberteil ist auf jeden Fall auch richtig cool. Ich liebe das sehr. Es hat auch sehr schöne Muster und ich mag auch einfach die Aufmachung, wie es halt so ist. Es hat ein bisschen was von einem Sport-BH gemischt mit einem ganz normalen Top. Und ich finde es einfach sehr cool. Mir gefällt es sehr. Hat hier noch ein bisschen was ein Muster und so. Mag ich gerne. Und ja, habe ich auch einfach gerne in meinem Spiel und nutze ich auch relativ häufig. Dann dieses Oberteil, das finde ich auch sehr cool. Es ist halt oversized und ich mag einfach die Farben. Es ist, glaube ich, ein bisschen Tumblr-inspired und ich finde es einfach cool. Es, weiß ich nicht, es ist halt einfach meine Ästhetik und einfach genau das, was ich so gerne mag und ich finde es einfach sehr, sehr schön. Gehen wir rüber zu den Hosen. Das ist die erste Hose, die ich euch zeigen möchte. Die finde ich so verdammt schön. Die ist halt ein bisschen high-waisted, eng anliegend und so. Das ist halt so, dass high-waisted und skinny ist einfach genau das, was halt so mein Ding ist. Und ja, ich finde die Hose einfach verdammt, verdammt schön. Und würde ich auch im echt so tragen. Und ja, deswegen ist es eines meiner Lieblingshosen in diesem Spiel. Dann zeige ich euch diesen wunderschönen Rock. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsrock aus meiner Custom Content Collection überhaupt. Ich finde den so verdammt, verdammt schön. Der ist halt ein bisschen high-waisted und ich mag halt Röcke allgemein, weil die meisten Röcke, die ich in dem Spiel habe, finde ich irgendwie am Ende dann doch nicht so schön, wie ich sie erst gesehen habe, aber den fand ich toll auf den Bildern und der ist genauso toll im Spiel und das gefällt mir so gut und ja. Dann geht's weiter mit dieser Hot Pants, die finde ich auch sehr cool. Das ist halt nur in Jeansfarben, aber gefällt mir sehr, sehr gut und ich mag auch die sehr gern, weil ich bin einfach jemand, der gerne so kurze Hosen trägt und so und die ist einfach schön. Damit ihr die Hose besser sehen könnt, zeige ich euch die einfach mal so. Die ist auch verdammt, verdammt schön. Ich mag ja das Gerissene und so. Trage ich zwar selber wenig, beziehungsweise habe ich gerade zurzeit gar nicht da, aber ich finde, es sieht
sehr schön aus. Das steht ihr jetzt auch richtig gut. Ich habe ein gutes Model ausgesucht, oder? Und ich mag die Hose aber sehr gern. Und ja. Dann zeige ich euch mein einziges komplettes Outfit. Das ist das Einzige, was mir, wo ich sagen würde, ja, das würde ich als Lieblingsteil bezeichnen. Kann man auch als mit so einem Gürtel tragen. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Mag ich sehr gerne. Und ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsteile insgesamt, was ich in diesem Spiel hier habe. Weiter geht's mit Schuhen. Diese Schuhe sind von Madeleine oder so, heißt der Hersteller. Ich finde die einfach sehr cool. Ich mag so Boots und das hat so ein bisschen was von Emo. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Ist einfach meine Ästhetik. Again. Und ja, ich finde die einfach sehr cool. Dann geht's weiter mit diesen coolen Schuhen. Ich mag die einfach sehr gern. Ich habe so welche jetzt auch in echt. Und ich finde die einfach so süß. Ich weiß nicht, irgendwie... Ah, ich liebe die. Ich finde sie einfach toll. Und ich finde es schön, dass ich die in meinem Spiel habe. Weil daher habe ich die zum ersten Mal gesehen. Und tatsächlich habe ich die dann einfach im Laden gesehen und dachte mir so, okay, wenn ich die in Sims habe, brauche ich die auch in echt. Dann diese Schuhe. Die sind einfach so cool. Das sind ja auch echte Schuhe und so. Es hat dem nachempfunden. Und ich liebe die so, 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 so sehr. Die sind einfach nice. Weil die sehen an jedem Fuß gut aus und so. Und ich glaube, dazu gibt es noch so, was man da dran machen kann. Hier ist es, da kann man das hier noch so daran machen. Das ist dafür halt gedacht. Aber mache ich meistens nicht dran, weil ich finde, die sehen so auch schon cool genug aus. Und ich mag die einfach gerne. Dann habe ich die Schuhe ganz neu runtergeladen und ich finde die einfach so, so cool. Ich bin halt einfach absoluter Sneaker-Mensch und ich finde, die sehen auch gut aus an den meisten Füßen und nie like. Dann jetzt noch ein paar hohe Schuhe, die finde ich auch sehr, sehr schön. Und ja, das sind eine der wenigen hohen Schuhe, die ich sogar relativ häufig benutze und die mag ich einfach auch. Ebenfalls sehr gerne. Wie oft habe ich das jetzt in diesem Video schon gesagt? Wow. Dann zeige ich euch jetzt noch ein paar Accessoires, die man in dieser Kategorie findet. Und dann zeige ich euch zuerst diese Söckchen. Die fand ich sehr, sehr schön. Und einfach sehr niedlich so gemacht. Ja, weil ich finde die normalen EA-Sachen teilweise, ein bisschen langweilig. Und die bringen irgendwie so ein bisschen was Süßes mit rein. Vor allem mit den Pusheen-Sachen hier. Und ja, die finde ich einfach toll. Und das ist einfach mein Ding. Ich bin einfach so ein Mensch. Ich mag sehr viel Süßes und so. Und da passt das natürlich perfekt. Dann gab es ein Set mit diesen Fishnet-Hosen. Leggings, whatever, Strumpfhosen. Was auch immer man dazu sagen möchte. Und ich finde die einfach nur sehr, sehr cool. Die gibt es halt dann in verschiedenen... Mit verschiedenen, ne, und so, ihr seht schon, die sind halt mit verschiedenen, wie weit halt der Abstand dazu ist und so. Die finde ich am wenigsten schön, also ich bin, wenn dann eher jemand, der halt die benutzt. Und ja, die finde ich auch total toll. Finde ich schöner, als die EA an sich hier anbietet, weil die einfach... Keine Ahnung, die haben halt mehr Variationen und so. So, das war schon alles, was ich euch zeigen wollte. Das ist mein komplett allerliebster Custom-Content für erwachsene Frauen. Wenn ihr das noch sehen wollt für Männer, für Kinder, für Kleinkinder, dann kann ich das natürlich auch gerne machen. Habe ich nämlich auch absolut Lust drauf. Ist auch nochmal schön, nochmal alles durchzugehen und zu sehen, so, was mag ich eigentlich und was nicht so und... Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich so am coolsten finde an Frauen und so. Und ja, es wird sich wahrscheinlich mit der Zeit auch noch zwischendurch sehr stark ändern. Einfach auch dadurch, dass ja immer mehr neuer CC kommt. Aber das ist für den aktuellen Stand mein Lieblings-Custom-Content. Und wie gesagt, die Links sind sortiert in der Beschreibung zu finden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und... bis dahin. Tschüss.